Freund zusammen wie Bush und ich spielen wieder Escape Simulator und es geht schon los, unsere Zeit läuft und deswegen müssen wir auch direkt starten. Nee. Wir sind in der zweiten Kammer und was das heißt, das wisst ihr. Wir müssen ich Gas geben. Ich habe Brecheisen gefunden. Ui, ich kann den Sack hier aufmachen. Nee, kann ich nicht. Okay. Ich habe eine Schriftrolle. Ah, die Sacks kann ich. Ja, die Sacks hier kann ich aufmachen. Sarkophag. Ich krieg die Schriftrolle nur nicht auf. Ah doch. Ich habe Schlüssel gefunden in der Schriftrolle. Stark. Ich werf dir die Schriftrolle mal hin, falls du irgendwie noch was Wichtiges darin erkennen solltest. Bitte schön. Warte mal, hier ist ein Skarabäus und hier ist ein Löwe in dem Sarkophag. Ich habe einen Kompass. Hier in der Mitte haben wir Vasen. Können wir die Vasen da draufschieben? Ja, wir können die Vasen hier draufschieben. Aber ich glaube nicht, dass die... Oh, man kann den Kopf von der Vase hier abnehmen. Ups, ich habe die Vasen kaputt gemacht. Ja, ich denke, das ist nicht so schlimm. Was ist das hier? Ein Spielfeld mit dem Skarabäus. Ja, warte mal. Oha! Man muss, glaube ich... Ey! Hi. Du Diebs! Ja, warte, schau dir mal hier die Särge hinter dir an. Särge siehst du, die haben mir? Das in der Hand. Ah, da, ah! Warte mal, kann man das vielleicht machen? Ja, aber wie soll man das denn? Wie soll man das denn? Warte mal, das war ja hier... Ah doch, ich habe eine Idee, wie es gehen könnte. Ey! Hast du es gesehen, wie ich es gemacht habe? Ich habe schon gelöst, Rouge. Ja, das kann ja alles sein, das ist ja schön. So. Okay. Aber ich glaube, ich weiß, wie, ja. So, die Frage ist, was hat es gemacht? Ach so, das hat da unten den Sarg geöffnet. Und ich habe das Ding hier bekommen. Ach guck mal, da sind ja auch Symbole drin. Hier irgendwie so eine Niere, ein Fuß und eine Lunge. Hab ich ja gesagt. Warte mal, können wir das hier reinstellen? Und hier, nee. Der Kopf, den kann man abnehmen und dann hat man hier noch ein... Ich habe keine Ahnung, was. Was ist das hier jetzt? Dieses Ding, was ich da habe. Ich habe es dir mal hingestellt. Das war in dem Sarg drin. Schaust du es dir mal an? Was denn das da? Dieses rote. Sieht aus wie eine Urne. Oder sowas. Ja. Oh, hier, warte mal. Hier ist eine Urne abgebildet. Siehst du? Ja, die sieht doch genauso aus. Das heißt, die muss da wahrscheinlich rein. Sobald wir das offen haben. Ja, und hier, guck mal, der hat so eine goldene Hand. Schau, die muss in seine Hand. Geh mal weg da. Ah, ja, genau. Hier, die stellt sich nämlich in seine Hand rein. Das heißt, in die andere. Ja, muss dieses Ding da. Diese Hafte oder was auch immer das ist. Richtig. Ich hab die Vase zerworfen. Ja, was hat denn das hier mit der Waage auf sich? Mit der Waage hier? Ja, das muss doch irgendwie auch ein... Deine, da steht eine 1 drauf, da steht eine 5 drauf. Eine 1, eine 2 und eine 5? Ja. So, das heißt, wenn das 5 mehr wäre und das den 3 schweren zusammen, würden noch 2 schwer fehlen. Hier sind noch rote, hier sind noch rote. Oh, hier sind noch Pergamentrollen noch. Oh, ich habe eine schöne Vase. Warte mal, wir haben hier rote, wo wir oh, das so ich habe die Vase kaputt gemacht. Ja, ich räume schon wieder mal auf. Ich werfe die ganzen Vasen, Scherben und alles, was wir schon gebraucht haben, in den Müll. Was ist denn hier? Ah, ich habe hier einen Zettel. Ich bin über diese Mumifizierungsgefäße gestolpert. Also es sind die 4 Fäße, die da sind. Steht hier drauf. Die Lunge wurde von Papi bewacht, dem pavianköpfigen Gott, der den Norden repräsentiert. Ah, okay, das heißt, wir brauchen einen Pavian-Kopf. Der schakalköpfige Gott des Ostens bewacht den Magen. Da braucht man den Schakalkopf. Dann brauchen wir einen Menschenkopf für die Leber. Ja. Und, ja. Nee, alles gut. Ich dachte gerade, ich hätte irgendwas Schlimmes getan. Genau, und wir brauchen noch einen. Ja, Pepexenuev. Wie auch immer, wird vom falkenköpfigen Gott des Wächters. Oh, warte! Ich hab doch den Schlüssel. Ich hab den Kelch! Oh, wir haben den Pavian-Kopf. Und ich hab den Kelch, der kommt jetzt hier in die Hand. Achtung! Das ist kein Kelch, das ist irgendeine... Das ist ein Kelch, da steht Kelch dran. Harfe oder so. Nein, hier, das ist aber ein Kelch. Ja, aber das, was der in die Hand kriegen soll, ist irgendwie so eine Harfe. Ja, dann Prost hier. So, bitteschön, da steht der Kelch. Wir hatten ganz viele Schriftrollen, hast du gesagt, ne? Ja. Oh, vielleicht kann ich die auch noch aufbrechen. Was willst du aufbrechen? Ei, die Kisten hier, siehst du? Kisten sind offen. Ah, du hast ein Brecheisen!
Habe ich von Anfang an gesagt. Das habe ich nicht gehört. Hättest du mal was gesagt. Oh, ich habe die Vasen kaputt gemacht. Noch mehr Schriftrollen. Ja, ich nehme auch mal eine. Oh, ja, oh, oh, ich habe das Vasenstück. Ah, nee. Warte mal. Ich habe hier vier Symbole. Oh, 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 ich habe hier ganz viele Symbole. Ich habe hier auch ganz viele Symbole. Oh, da ist doch diese Achtermaschine. Nee, warte mal, sieben? Sieben. Hey, warte mal. Vier, fünf. Nee, warte. Das passt da nicht hin und passt da nicht hin. Jetzt bin ich hier. Doch, doch, hier kann es hinpassen. Oh, nein, nicht wegwerfen. Drück doch mal bitte Raute. Wo soll ich hier vor mir, diese Maschine. Da ist keine Raute. Okay, gut zu wissen, dann passt das da schon mal nicht. Ja, warte mal, hier, warte mal, warte mal, warte mal. Ich leg mal die Schriftrollen da hin, weil ich habe was gefunden. Busch. Hier, da ist ein Vogel, eine Welle und eine Schlange. Das ist auf diesen roten Kugeln hier drauf. Ah. Oh, was, wenn wir rausfinden müssen, wer die Kugeln sind. Genau. Damit wir die Reihenfolge bestimmen können. Pass mal auf, wir gucken, welche wiegt so viel wie die 1. Die schon mal nicht. Ich glaube, wir sollten andersrum gehen. Wir sollten die rote reinlegen und dann die schwarzen dazu. Das macht doch am Ende, naja doch, macht ein paar weniger Tries. Aber es passt keine, oder? Ja. Die Schlange, warte mal, ich lege jetzt einmal rein. Wieso kann ich hier nicht reinlegen? Gute Frage. Der fällt bei mir ständig runter. Ich kann auch nicht, die 2 geht auch nicht rein. Ah, doch, wenn man es gezielt macht. Okay. Ja. Ah, okay, die 7 ist natürlich dann... Okay, ich lasse dich das machen, wir pushen uns dann nur gegenseitig rein. Gut. Dann schaue ich mir die Schriftrollen nochmal weiter an. Okay, hier ist ein Auge. Was auch immer. Okay, die 5 ist zu schwer. Wo ist die eine Kugel hin? Mir fehlt eine schwarze Kugel. Ja, die liegt hier beim Kelch. Ich leg sie dir mal wieder zurück. Ah, danke. Okay, das macht keinen Sinn. Die wird irgendwie... Die muss ich wieder zur Seite legen. Nehmen wir mal die Eule hier. Dann legen wir die 1 mal da. Dann legen wir die 2 dazu. Du hast einen Token gefunden. Ja. Aha, aha, aha. Wir haben... Warte mal, welche Kugel ist noch übrig? Die 2 ist noch übrig. Das heißt, wir haben die 5 und die 1 sind die Eule. Eule ist also 6. Ja. Ja, Welle ist und Schlange ist fehlt noch. Ja, ich versuche jetzt mal die Welle noch zu definieren. Ah, die Welle ist die 2. Hey, lol, okay, ja. Dann ist die letzte ja auch klar. Ah nee, Quatsch, das sind jetzt Zahlen drauf. Okay. Dann die Schlange noch, ja? Dann ist die Schlange... Du hast schon betätigt, ne? Ja, aber es passiert nichts, weil es falsch ist. Ich mache gerade Try and Error für die Schlange. Die Schlange ist 4. Wir haben Hundekopf. Okay. Ah, okay. Wir brauchen nur noch einen Kopf. Einen Kopf, der wird hier drin sein. Ja, dann müssen wir das hier rausfinden. Ja. Hier, vielleicht hilft dir das Pergament. Ja, ich hab mir die alle schon angeschaut. Nee, das hier nicht. Das nicht. Das da. Ja, nee, doch, das hatte ich schon. Okay. Entspricht das hier irgendwie so einer Türzage hier oder so in der Reihenfolge? Nee, wahrscheinlich nicht. Ich schau mal, gibt's die Symbole noch woanders? Ah, okay, warte mal, nochmal. Was denn? Aufheben. Ich habe eine Idee, und zwar gibt's auf den Pergarollen immer Symbole. Ja, genau. Das eine ist nicht vorhanden, okay. Das Auge ist nicht vorhanden. Gut.
Nope, das sind wieder ganz viele. Ah, ich verstehe. Ah, warte mal, hier sind drei Symbole. Ja. Die gibt's hier auch nicht. Hier sind drei Symbole. Das sind immer dieselben drei Symbole. Hm. Okay, hier nicht. Also wir haben immer dieselben drei Symbole. Nee. Okay, nee. Ich dachte, ich könnte hier vielleicht was einmal erkennen. Einmal so ein Auge, dann so ein... Ach ja, dem fehlt immer noch hier das Ding, genau. Warte. Ist da der Rabe dabei? Ja, ist da dieser... Dieser Hund ist nicht dabei. Löwe ist dabei. Was hast du denn? Woher? Na, ich dachte, die Köpfe von den Vasen vielleicht. Nee. Nee, das denke ich nicht. Ja, denke ich jetzt auch nicht mehr. Ach, Idiot. Hier haben wir die Federn, hier haben wir den Löwen und hier haben wir den Skarabäus in den Sarkophagen drin. Was? Ah, hier! Ah, super! Okay, gut. Also, dann jetzt nochmal wieder hier zurück. Du hast doch irgendwas... Der Kopf ist das, der die Lunge gab oder sowas. Ja, ja, aber da waren noch Himmelsrichtungen. Haben wir hier irgendeinen Kompass oder so? Ja, ich habe einen Kompass. Sehr gut. Die Lunge muss in den Norden. Der Norden ist hier. Da steht die Lunge schon. Gut, da muss der Pavian drauf. Der Pavian. Alles klar. So. Gut. Magen muss in den Osten. Der Magen. Magen muss in den Osten, der ist hier, das ist aber der Fuß, der hier steht. Ja, dann weg damit. Fuß, weg damit. Dann wird das hier wird wohl der Magen sein. Ja. Und da kommt was drauf? Da kommt drauf der Schakal. Ja, das ist hier das runde Ding. So, mhm. Gut, dann die Leber muss in den Süden. Die Leber muss in den Süden. Dann ist... Das ist die Leber, das ist kein Fuß, das ist die Leber. Ja, und da muss der Mensch drauf. Ja, den haben wir nicht. Der ist da noch drin. Nee, hier fehlt noch die Harfe, oder der Bogen oder was immer der hat. Ja, aber wir hatten doch schon alle vier Köpfe. Nee, hatten wir nicht. Sicher, dass du nicht im Inventar hast oder so? Oh, ich hab ein Inventar. Oha, ich hab die Harfe! Ja. Die Feder. Ja, es ist eine Feder. Feder. We got it! Yay! Next episode! Wir waren schlecht. Wir haben noch nur wir haben 13 Minuten. Aber wir haben es geschafft. Das vorletzte, da haben wir gestruggelt. Aber wir haben es geschafft. 2 Minuten 5 Restzeit. Leute, wenn ihr das genauso fühlt und wenn ihr genauso viel Spaß habt zu sehen, wie wir das anstellen und ob wir das schaffen, dann jetzt wie immer Kanal abonnieren und Glocke folgen oder so ähnlich. Und dann sehen wir uns in der nächsten Runde. Escape Simulator. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Ciao.